Moin, hier ist Horst. Ja, heute geht es um den schlechtesten Monat in diesem Jahr, den bisherigen schlechten Monat. Ich glaube, Dezember wird noch schlechter. Aber ich möchte euch den November einmal zeigen, was haben wir geerntet, also was haben wir erzeugt an Strom fürs Haus und was haben wir eingespeist, was für eine Autarkie haben wir gehabt. Ja, das möchte ich euch heute in diesem Video einmal zeigen und wir gehen dann auch nochmal das Jahr 2019 bis 2023 einmal durch. Aber nur immer dann November. Was haben wir im November 2019 erzeugt? 20, 21, 22 und, naja, 23 seht ihr gleich. Und der Rest kommt dann am Ende des Videos. Ja, wenn euch das interessiert, würde ich sagen, bleibt dran. Ja, und schaut euch dieses Video an. Nach dem Intro geht's los. Ja, dann schauen wir einmal rein in die Monatsbilanz November 2023, wobei ich nachher noch einen Vergleich der Monate für die Jahre 2019 bis 2023 zeige. Da wollte ich mal sehen, was der Unterschied zwischen den Jahren ist. Ja, was haben wir denn jetzt im November insgesamt mit der Photovoltaikanlage, die hier bei mir auf dem Dach ist, erzeugt? Es geht also nicht um die Inselanlage, es geht rein hier oben, was bei mir oben auf dem Dach ist. Wir haben hier 190,5 Kilowattstunden stehen. Ja, das hört sich zwar jetzt viel an, wir haben aber auf dem Dach eine Anlage mit 9,76 Kilowatt Peak, wobei die Module in zwei unterschiedlichen Richtungen aufgeteilt ist. Hier ist es dann Südost und Südwest. Ja, für die Anlage ist das nicht gerade gut ausgefallen, geschweige sehr gut gewesen. Nun haben wir in diesem November aber auch ausschließlich echt schlechte Sonnentage gehabt und schlechtes Wetter mit Schnee und allem drum und dran. Also nur stark bewölkt, Regen, ebenso richtiges norddeutsches Schiedwetter, sage ich mal. Wobei wir jetzt so bei zwei, drei Tagen einigermaßen etwas ernten konnten. Es ist erst einmal der 4. November 2023, wie wir sehen, mit dem besten Ertrag von 20,4 Kilowattstunden, also über den Tag gerechnet. Wobei wir bei schönem Wetter und im richtigen Monat das Dreifache vom Dach bekommen können und im Juni diesen Jahres einen Ertrag von 1488 Kilowattstunden und am besten Tag, das war der 3. Juni 2023, mit fast 64 Kilowattstunden gehabt haben. Aber jetzt wieder zurück. Wir haben ja noch zwei weitere Tage mit etwas Sonne gehabt und das war der 13. November mit 16,9 Kilowattstunden und der 18. November mit 12,9 Kilowattstunden Erzeugung. Wenn wir jetzt auf die letzten vier Tage schauen, sieht es wirklich grottenschlecht aus. Zum Beispiel der 29. November hatte gerade mal 100 Watt Ertrag. Damit kann man noch nicht mal einen Router für das Internet betreiben. Ein Router hat so zwischen 5 und 15 Watt Verbrauch die Stunde. Hier kommt es natürlich auf die Marke des Routers drauf an. Und wenn wir den Mittelwert jetzt berechnen mit 10 Watt, also wir nehmen jetzt 10 Watt Verbrauch für meinen Router, sind diese 100 Watt innerhalb von 10 Stunden verbraucht. Das ist jetzt nur so als Anhaltspunkt mal gesagt. Es gibt natürlich auch Verluste des Wechselrichters und der Batterie, also ist das ein Minustag gewesen. Wenn wir dann einmal in die Tagesansicht vom 4. November gehen, sehen wir, dass morgens ab ca. 7 Uhr die Sonne etwas gebracht hat und in den nächsten drei Stunden das Wetter immer besser wurde, sodass wir um ca. 10 Uhr, also innerhalb einer Stunde, 4,4 Kilowattstunden Ertrag hatten. So ungefähr um 11 Uhr kam dann wieder eine schöne Verschattung der Module, sodass wir innerhalb einer Stunde nur noch 1,5 Kilowattstunden Ertrag hatten. Man sieht auch dieses Auf und Ab von den Erträgen an diesem Tag. Nun haben wir im Monat November also 190,5 Kilowattstunden erzeugt und davon haben wir 87% selbst nutzen können
und 13% haben wir ins Netz eingespeist. Wir haben aber auch 22% Netzbezug gehabt und das ergibt aber immer noch eine Autarkie von 78%. Welcher November war nun der schlechteste und welcher der beste? Ja, der schlechteste war auf alle Fälle der November 2023 mit 190,5 Kilowattstunden. Dann gehen wir ins Jahr 2022 einmal zurück und schauen dort einmal den Ertrag an. Der Ertrag lag hier bei 273,4 Kilowattstunden. Dann machen wir weiter im November 2021 und dort haben wir 212,7 Kilowattstunden. Das war auch nicht gerade berauschend, muss ich sagen. Jetzt gehen wir in das Jahr 2020 und schauen hier auch auf den November. Und da hatten wir einen Ertrag von 288,3 Kilowattstunden. Und das ist doch schon einmal eine Ansage, würde ich sagen. Und zuletzt haben wir noch das Jahr 2019 und schauen auch hier in den November rein. Hier haben wir auch nur 207,6 Kilowattstunden Ertrag gehabt. Hier sehen wir dann auch, dass man im November entweder gute Erträge bekommen kann, aber natürlich auch, je nach Wetterlage, einen schlechten November haben kann. Das zählt natürlich aber auch für jeden anderen Monat im Jahr. Es kommt immer darauf an, wie das Wetter draußen ist. Ich hatte gerade mal reingeschaut, wie der Dezember aussieht. Ja, der wird ja nun total grottenschlecht sein, wenn es so weitergeht. Ich mag den Wert überhaupt nicht hier aussprechen. Ich zeige ihn hier in der Mitte einmal an. Fürchterlich. Noch etwas. Ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und klickt unten die Glocke, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich sagen, gebt mir einen Daumen hoch und lasst unten Kommentare da.